selbst für diese gute Arbeit sorgen. Das heißt, das ist vorbei. Die Bildungsgeschichte, ne? Also das, was aufgewachsen, tak, tak, tak. Und jetzt ist die Schule beendet. Und jetzt geht die Arbeit los. Also in dem letzten. Du wirst dann fortführen, im Anschluss daran. Und dann sagen, so, und jetzt kommen wir genau dahin, was wir da hier finden. Natürlich aus den Thesen heraus. Wir haben die Thesen durchgearbeitet, haben für uns die wichtigen, markanten Punkte mal herausgesucht in der Richtung sicheres Arbeitsverhältnis, geregeltes Einkommen. Das Thema Wertschätzung war uns sehr wichtig und haben dann versucht, mal in den Versen ein Stück weit so eine Story zu erzählen, zum einen mal den Ist-Stand mal zu beschreiben, die Ängste, Sorgen, Nöte, die man hat, dann mal in der zweiten Verse Visionen, wie könnte es denn sein, wenn alles schön und toll wäre. Und in der dritten Verse haben wir dann mal einfach den Rückblick, wir sind jetzt in 2010, wir haben gute Arbeit, 2020, jo, Entschuldigung, und wir haben jetzt gute Arbeit und jetzt ist alles gut, alles Sonnenschein und wunderbar, wir müssen uns keine Sorgen machen. Give me your feet.
an die Anlehnung, also hier, du musst es hier unten, so wie das unten auf dem Original aus ist. Du musst schon, und dann immer, werden wir immer dünner und hier oben fangen wir dann irgendwo mit der Treppe an. Ja. Du musst so. Ja. Also, du gehst ja nie gerade nach dem Berg hoch, oder? Du gehst ja immer so ein Serpentin ein bisschen. Ja gut, dann können wir das, fangen wir von hier an und dann gehen wir so langsam so hoch. Hm. Oder hier so. Hm. Bis hier geht die Straße ungefähr, hier fangen wir irgendwo, hier fangen wir mit der Treppe an. Ja. Und dann machen wir die Markierung. Ja, und diese Kante brauchen wir eigentlich gar nicht malen. Die kann man sich, die können wir uns so mal ganz grob fantasiemäßig, das will das aber eigentlich gar nicht. Das war praktisch hier, ab hier wird es Berg, ab hier wird es die Linie. Das ist die Linie. Alles klar. Ja, nur hier machen wir dann später die Markierung rein, aber jetzt sollten wir wirklich zuerst das Helle fertig machen. Auseinanderzuziehen, da sieht man schon, also da die einzelnen Fäden halten ganz fest zusammen und so ist es ja auch bei der Gewerkschaft, also da müssen wir alle fest zusammenhalten, dann kriegt das uns so schnell auch keiner auseinandergerissen. Wer zum einem Ziel führen soll, fängt so ganz langsam an und ist dann auch so bis auf den ersten Schritt, wenn man den gegangen hat, dann geht so ein Weg ganz einfach. So eine kleine Kurve ist dann da manchmal, aber die ist dann auch ganz leicht zu nehmen. Ein Weg zum Ziel kann auch mal ein bisschen schwerer werden. Da haben wir dann so die Stufen, die Treppen für eingebaut. Die sind dann ja schon beschwerlicher wie so eine Straße, die so ganz langsam oder ganz leicht nur sich erhöht. Dann wird der Weg etwas schwerer. Das haben wir so versucht als Geröll darzustellen. Ja, aber letztendlich hoffen wir doch, hier diese Steigung, die unsere 4% darstellen soll, um am Ende, an 2020, unser Ziel erreicht zu haben. Thank you.
drehbar ist. Und auf jedem Würfel haben wir versucht, die positiven und negativen Seiten der guten Arbeit klar zu machen. Und jede Gruppe hat einen Würfel gemacht und jede Gruppe erklärt jetzt, was sie damit gemeint hat. Ja, okay. Unsere Gruppe, also der Fabian, der Alexander und ich, werfen den obersten Würfel. Und in diesem Würfel haben wir halt versucht, alle anderen vier Würfel mit den Themen Handeln, Reden, Sehen und Hören, versucht in einem Würfel dann nochmal wiederzugeben, also praktisch alles zusammenzufassen. Und da haben wir hier zum Beispiel das Auge auf der Seite durch. Und da habe ich mir halt beigedacht, das Auge fällt uns auf den ersten Blick so auf. Deshalb ist das so ein bisschen, man muss halt genauer hinsehen, um es halt genau zu erkennen. Das habe ich mir halt so bei dem Bild gedacht. Da kann man ja mal drehen. Zum Beispiel den Mund, das heißt das Sprechen. Das ist einfach so ein Kontrast, also stechende Farben aufeinander. Und stellen wir, wenn man drauf guckt, ersten Blick direkt Mund sprechen. Also man sieht es direkt. Und das andere Bild, das Hören, das ist, wie man sieht, das Ohr ist auch mit einer stechenden Farbe, also eigentlich so ein Gegensatz. Und, aber man sieht es auch auf den ersten Blick, also in dem Sinne. Ja. Ich habe das Thema Handeln mit den zwei Händen. Ich habe mir halt dabei gedacht, für gute Arbeit muss man halt handeln. Und zum Beispiel, wenn man einen Arbeitsvertrag unterschreibt, stellt man sich auch die Hand, weil für das gute Handeln und für eine gute Zusammenarbeit. Dann ein bisschen rausgefräst aus der Platte und dann noch ein bisschen mit Farbe und so weiter. Soweit. Ja, wir haben dann die vier Themen nochmal auf vier weitere Würfel gesplittet, also insgesamt dann fünf. Mit dem Michael zusammen haben wir das Thema Hören aufgegriffen, da haben wir uns für entschieden. Wir haben angefangen mit der Seite, wie hört man, was hört man, laut und leise, muss man sich auch nochmal aus der Nähe angucken, mit einem Pfeil, der von unten breiter wird und laut dann ganz dick auch unterstützt von der Gesellschaft bzw. Gewerkschaft. Dann sind wir mal hingegangen, haben ganz viele Ohren fotografiert, alle Ohren unserer Gruppe und festgestellt, wie viele unterschiedliche Ohren es denn gibt. Und ja, könnt ihr mal sehen. Ja, mal so für alle. Unter anderem ist uns dann auch aufgefallen, dass das auch zum Thema passt, weil auch jeder im Sinne Empfänger und Sender was anderes hört, wenn es bei denjenigen ankommt. Ist halt schwierig wiederzugeben. Dann haben wir die drei Affen aufgegriffen, die auch auf den anderen Würfeln gleich nochmal zum Tragen kommen. Wir hatten den Affen, der sich die Ohren zuhält. Und zum Schluss nochmal einen Kopf im Rahmen, was hört man, wie hört man was, was fließt alles auf das Gehör ein. Und auch nochmal dargestellt, muss man auch mal näher rangehen und lesen, was im Kopf verankert ist und was so auf einen einfließt von außen, muss man sich auch nochmal aus der Nähe angucken. Anne, Barbie und ich, wir haben uns mit dem Thema Sehen beschäftigt und haben noch geht's leicht, die ganz unten haben echt Schwierigkeiten. Einmal rund. Im Prinzip geht es hier los, der Affe, der nichts sieht. Der nächste Schritt auf dem Weg Richtung Gewerkschaft 2020 ist die kleine IGBCE mit geschlossenen Augen. Ich sehe es nicht. Ich will es auch gar nicht sehen. Interessiert mich nicht. Strunzlangweilig der Laden.
bisschen, das ein oder andere Auge geht schon auf, guckt in die richtige Richtung und denkt sich, okay, naja, vielleicht mache ich mit, vielleicht mache ich nicht mit, vielleicht schlagen wir ein bisschen weiter. Irgendwann gehen die Augen auf, die jungen Augen, die alten Augen und erkennen, auf dem Weg sind wir richtig und kommen letztendlich an. 2020 in der Zukunftsgewerkschaft, ich brauche hier auch nichts mehr zu beschriften. Jeder weiß, das ist die IGBCE der Zukunft. Alle Augen auf die Mitte, aufs Zentrum, auf die IGBCE gerichtet. Viele Mitglieder, viele Augen, offene Augen, Spaßaugen. Das ist das, was wir uns wünschen von der Zukunftsgewerkschaft IGBCE 2020. Weiter, die große Gruppe Luise und ich, Gisela, wir haben uns mit dem Würfel, der fürs Reden steht, beschäftigt. Reden war für uns direkt gleich Sprache, verschiedene Möglichkeiten zu kommunizieren. Einmal natürlich die Rede als solches, dann die Körpersprache, ganz wichtig. Ja, Gestik, Mimik, alles das, was dazugehört. In dem Körper hier drunter halt die verschlossene und die offene Haltung. Das heißt, man muss miteinander reden und nicht im eigenen Saft kochen. Geht mal weiter. Woraus besteht Sprache, kommunizieren aus verschiedenen Möglichkeiten. Wir haben dann als Vorlage oder wenn man eine Rede hat, die auf dem Tisch liegt, gibt es eben ganz verschiedene Symbole, die dafür stehen, wie ich rüberkommen will. Ich will überzeugend rüberkommen, in der Rede steht das Aufrufezeichen, ich will Fragen stellen, die beantwortet werden, steht ein Fragezeichen für, alles verschiedene Symbole, die wir einfach auf der Tastatur in der Tastatur finden, die aber für uns auch für verschiedene Sachen bestanden haben. Wir haben mit den Buchstaben, die wir da geschrieben haben, haben wir dann die Verbindung zur dritten Seite gekriegt, nämlich die Themenfelder, mit denen wir uns bis zum Jahre 2020 beschäftigen müssen, nicht wollen oder nicht dürfen oder nicht möchten, sondern beschäftigen müssen, so wie wir gesagt haben, haben so ein paar Schlagwörter zusammengeschrieben. Und das, was wir nicht machen dürfen, das ist das, was der Affe für uns symbolisiert, nämlich uns gar nicht einmischen und den Mund halten. Der letzte Thema. Ja. Wir hatten ein letztes Thema. Wir hatten nach den drei Affen, haben wir noch einen Affen dazu erfunden, der der handelnde Affe ist. Wir haben uns komplett mit dem Thema Handeln beschäftigt. Und es ging dann los, dass wir uns gedacht haben mit der Gewerkschaft, dass man irgendwo eine zündende Idee haben muss. Und diese auch handlungstechnisch dann umgesetzt mit diesem angemachten Streichholz, was für die Handlung an sich steht. Dann als anderes Thema hatten wir den Atomausstieg gedacht. Dieses Männchen, was man immer kennt von früher noch mit dem Papier hier, haben wir dann mit dem Atomkraft für in Öl werfen. Cool. Und als letzten Punkt hatten wir uns so überlegt, dass zu jeder Handlung, also von der Idee her, ist das Schloss eigentlich der Gedanke, den man hat. Und um diesen umzusetzen, braucht man immer einen Schlüssel, um diesen Gedanken auch umzusetzen. So, das war's.